Krebstherapie als maßgeschneiderter Anzug. Dieses Stichwort nehmen wir gleich mit auf und sprechen jetzt ausführlich über die personalisierte Therapie. Und dazu darf ich ganz herzlich hier begrüßen Professor Martin Trepel. Er ist der Direktor des ICCA. Schönen guten Tag, Herr Professor Trepel. Tag. Und mit dabei ist auch Professor Bruno Merkel. Er ist Chefarzt des Instituts für Pathologie hier am Klinikum Augsburg. Hallo. Schön, dass Sie beide Zeit gefunden haben. Nehmen wir mal das Bild vom maßgeschneiderten Anzug für die personalisierte Therapie. Was genau bedeutet das? Wir haben eigentlich zwei Ebenen der Personalisierung in der Medizin. Die eine ist, die wir schon länger pflegen, dass wir eigentlich bei einem Patienten sehr individuell sehen, nicht nur, was hat er für eine Tumorerkrankung, sondern wie ist die ausgebreitet bei diesem individuellen Patient, was hat er für Begleiterkrankungen, was hat er für soziale Probleme durch die Erkrankung, was sind seine Therapiewünsche. Das ist hochindividuell und daher muss eine Therapieempfehlung bei uns immer personalisiert sein. Und dann gibt es seit einigen Jahren eine zusätzliche Ebene der Personalisierung und die liegt darin begründet, dass Tumoren, die den gleichen Namen tragen können, Lungenkrebs zum Beispiel, und unter dem Mikroskop genau gleich aussehen können, von einem Patienten zum nächsten molekular ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Und genau da kommt jetzt eben die Pathologie ins Spiel und damit Sie, Herr Professor Merkel. Was genau können Sie denn für molekulare Veränderungen feststellen, beziehungsweise wie tun Sie das und inwiefern hilft das dem molekularen Tumorboard? Ja, am Anfang steht immer noch die Diagnose mit dem Mikroskop, die ist sehr wichtig für die Eingangsdiagnose und dann geht es also jetzt heutzutage einen Schritt weiter mit den molekularen Untersuchungen. Wir gucken uns dann zumeist die genetischen Informationen an, also im Prinzip die Dinge, die im Genom verändert sind, in einem Tumor im Vergleich zum gesunden Gewebe und können dann Zielstrukturen identifizieren, die möglicherweise für ein bestimmtes Therapeutikum wichtig sind, um dort angreifen zu können und das Wachstum von einem Tumor zu verhindern. Im Beitrag haben wir das gesehen, da wurde Blut untersucht. Ist das typisch? In der Regel untersuchen wir als Pathologen immer noch das Gewebe, also Proben aus dem Tumor selber. Aber wir sind heute auch in der Lage, am Blut selber Untersuchungen durchzuführen, aufgrund der technologischen Methoden, die wir heute zur Verfügung haben, die also sehr, sehr kleine Mengen von Erbgutinformationen detektieren können und dann diese Veränderungen auch im Blut nachweisen können. Für wen kommt das denn überhaupt in Frage? Kann sich jeder Patient ans ICCA wenden oder ist das nur für eine bestimmte Gruppe vorgesehen? Grundsätzlich kann sich selbstverständlich jeder Patient mit einer Tumorerkrankung an das ICCA wenden für eine Beratung, für eine Therapieempfehlung, die interdisziplinär konzentriert ist. Wenn die Fragestellung eine molekular zielgerichtete Therapie auf der Basis der molekularen pathologischen Diagnostik ist, dann kann sich auch jeder Patient an uns wenden, aber nicht in jedem Fall ist es dann sinnvoll, so eine molekulare Entschlüsselung des Tumorgenoms auch zu empfehlen. Wir machen es obligat bei Patienten, bei denen bekanntermaßen eine bestimmte Tumorerkrankung, eine bestimmte molekulare Signatur, nennen wir das, eine molekulare Unterschrift, die einzigartig ist, haben, wo von vornherein eine Behandlung mit zielgerichteten Medikamenten erforderlich ist. Die häufigere Notwendigkeit für ein molekulares Tumorboard ist eigentlich bei Patienten, wo die Standardtherapien, die man üblicherweise macht, wenn wir in dem Beispiel Lungenkrebs von vorher bleiben, wo man sagt, da ist operiert worden, es ist bestrahlt worden, es sind schon vielleicht zwei oder drei verschiedene Arten der Chemotherapie gegeben worden und die Erkrankung ist immer noch vorhanden oder wiedergekommen. Dann wird üblicherweise erneut Gewebe genommen oder eine Blutuntersuchung gemacht und auf der dann vorhandenen Molekularen Informationen das molekulare Tumorboard einberufen. Seit 4 Jahren gibt es diese Einrichtung des ICCA hier am Klinikum Augsburg. Von Anfang an die Pathologie mit an Bord. Inwiefern hat sich denn die Arbeit für die Pathologie in den letzten 4 Jahren geändert oder hat sich was geändert bei Ihnen? Ja, da hat sich schon einiges geändert. Also zunächst steht einmal die schiere Anzahl dieser Tumorboard-Konferenzen im Vordergrund. Also wir haben halt tatsächlich jetzt jeden Tag Tumorboard und müssen dort natürlich anwesend sein.
Zudem hat sich aber natürlich auch die gesamte Onkologie, und die ist eigentlich für uns die treibende Kraft in der Pathologie, stark verändert. Und wir müssen immer mehr Dinge untersuchen in kurzer Zeit, um diese Informationen halt den Klinikern zeitnah zur Verfügung zu stellen. Und auch dazu braucht es permanente Fortbildung. Wir müssen uns auch über diese neuen Medikamente, die permanent auf den Markt kommen, informieren und auch zumindest Grundkenntnisse darüber haben. 4 Jahre ICCA, Herr Professor Trippel, die Frage muss ich Ihnen auch noch stellen, weil ja, das ist so quasi Ihr Baby. Wie geht's denn dem 4 Jahre alten ICCA? Mein Fazit ist eigentlich, dass es sich sehr gelohnt hat, mit sehr großer Mühe und Einsatz dieses Baby großzuziehen. Es ist inzwischen eigentlich sehr gut herangewachsen, würden wir sagen. Und die wichtigste Änderung, die sich hier ergeben hat, ist eigentlich für unsere Patientinnen und Patienten. Die bekommen eine eben individualisierte, nicht nur auf dem molekularen Profil, sondern auf der gesamten Konstellation, in der sie stehen, individualisierte Therapieempfehlung. Das hat es vorher auch gegeben, aber bei weitem nicht in dieser Form und in diesem Umfang. Das hat die Versorgungsqualität sicher erheblich verbessert. Das Zweite, was sich geändert hat, ist für uns als beteiligte Ärzte. Die einzelnen Disziplinen bereichern sich hier gegenseitig und es hilft uns auch in der Behandlung der Patienten, wenn wir die Kenntnisse aus den anderen Disziplinen, deren Sichtweisen auf den individuellen Fall besser kennen. Professor Trippel, Professor Merkel, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für den Einblick hier in die Arbeit des ICCA und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank Ihnen. Danke. Und für Sie, liebe Zuschauer, haben wir jetzt noch unseren Gesundheitstipp und der richtet sich auch an Menschen mit Krebserkrankungen beziehungsweise an Patienten, die sich gerade in einer Krebstherapie befinden.